Sonntagmorgen um 10. Der Hirschgarten ruht in sich selbst. Ich glaube, ich bin heute zum zweiten Mal da oder so. Hab erstmal geschaut, wie ich öffentlich hierher komme. Aber hat gut geklappt, ja. Und? Genau. Schön, war super schön. Was soll man sagen? Sonne, nicht viel los, Kind schläft. Aber wie lange noch? Es ist wie, wenn der Park noch einmal durchschnauft. Es gibt viele freie Plätze. Noch. Wir wollen die Leute kennenlernen, die dem Park am Sonntag sein spezielles Leben geben. Schaut aus wie daheim im Wohnzimmer. Ja. Ist der aus der Wohnung, der Teppich? Haben wir eigentlich für die Wohnung gekauft, aber ist für Grill jetzt hergenommen. Aber wenn der Was hat er gesagt? Vielleicht reicht die Kohle nicht, hat er gemeint. Ich muss noch Holz sammeln. Genau. Da ist er schon ein bisschen. Bisschen, ja. Schauen wir mal, ob das reicht. Bei uns geht das bis Abend durch. Gehört zum Stadtleben dazu. Grillen, ein bisschen Freizeit, warum nicht? Macht jeder. Osmanische, türkische Kaffee. Noch nicht fertig. Ganz schön. Wow, ganz schön viel. Ja. Warum kommt ihr her? Ja, weil es schon. Diese Familie stammt aus Kroatien. Ist sehr warm. Hier ist das Beste. 11.30 Uhr. Werden wir mit unserer Fernsehkamera überall so freundlich empfangen werden? Warum qualmt denn das so? Weil es Oskar dice ja, muchas causa que mi rosa de carne. Weil es den Fleisch gut riecht. Ah, was ist das für Fleisch? Schweinefleisch. Schweinefleisch. Ja. Wo seid ihr her? Rumänien. Wir kommen jeden Samstag, Sonntag her. Wir machen, was ihr seht, jeden Tag. Warum? Also was ist da? Weil bei uns eine Tradition ist, weiß ich. Immer grillen. Super, danke, dann kommen wir nachher nochmal. Ja. Wenige Schritte sind es nach Spanien, zu Leandro und Luis. Wir machen ein Paella gerade. Wo seid ihr her? Ja, aus Valencia. Ein kleines Dorf in der Nähe aus Valencia. Und deswegen, Valencia Paella muss dabei sein. Und die Senoritas lieben Sombra, den Schatten. Wir treffen uns, ja, 12, 15 Leute heute ungefähr. Ja, ein paar Bier, helles natürlich. Ja, mit der Paella passt perfekt. Auch er kommt häufig vorbei. 1933 hier am Hirschgarten zur Welt gekommen. Ich bin jetzt vom Geschäft, fahre heim. Ich wohne jetzt in der Delabatstraße und fahre bloß durch den Hirschgarten durch und schaue dieses Menschengewirr an. Da sind Ausländer und drin, wo es Bier gibt, da sind die Deutschen. Da waren Viecher da. Da waren Räder, da waren Fasanen, da alles weg. Heute haben wir nur noch rauchende Kamine. Wie gefällt Ihnen das? Ja, überhaupt nicht. Ich bin immer schon ein Mensch gewesen, der die Masse nicht mengen hat. Das ist furchtbar, aber wie gesagt, die Zeit ändert sich. Die empfinden das nicht anders. Fertig. 12.30 Uhr. Es geht zur Sache. Dieser ist ein Russe von Nordost-Thailand. Das ist ein Papaya-Salat. Thailändische und mit der Kraft. Okay. Und dann die kleinen Nudeln, Reisnudeln. Mit der Soße, das Limette, Tomaten, Fischsoße, bisschen Zucker dazu. Und dann Chili ist scharf. Müssen Sie auch Papier lesen? Und woher kennt ihr euch? Ah, dieses Restaurant Hua Quyen, Vietnam-Thailändische Restaurant. Es ist Heimatstraße. Mit Kind und Kegel kommen sie aus allen Richtungen und aller Herren Länder. Ein paar Schritte überbrücken Kontinente auf dieser kulinarischen Weltreise. Oft wird gleich eine ganze Großfamilie versorgt. Was gibt's? Hühnchen, Lamm, Spieße, Frikadellen,
türkisches Sucuk, Wiener, Brutzler, alles, was das Herz begehrt. Der jüngste Nachwuchstalent. Wann haben Sie damit angefangen? Grillen. Ich habe es auch damals bei meinem Vater mal wieder abgeschaut. Mit 12 Jahren schon angefangen zu grillen. Auch schon hier im Hirschgarten? Genau, im Hirschgarten schon angefangen. Mit der Zeit bin ich selber zum Grillmeister geworden, sagen wir es mal so. Und gut? Ja, denke ich schon. Ja, ist nicht einfach am Anfang, aber geht. Das ist nur Fleisch. Es ist entweder Fleisch oder Fisch. Aber nicht gemäß, das ist nur für Touristen. So ist es, aber in Valencia wir verkaufen es viel. So gemischte Paella. Ja, nur für Touristen. Original Paella. Dafür muss man in den Hirschgarten. Hier estamos todos, faltan ustedes dos. Okay. Satt? Ja, besser auch. So viel. Wie geht's? Ja, mir geht's gut. Sind die Verwandten noch nicht da? Nein. Noch nicht kommen da. Die noch, oder? Ja, ja. Ah, okay, dann müssen wir auch noch mal kommen. Ja, wenn Sie wollen. Jenseits von der Grillzone bleiben Ruheinseln. Haben Sie jetzt hier gesammelt? Ja, die habe ich hier gesammelt, am Bahngelände. Da wachsen die schönsten Blumen. Und ich liebe das. Ich kann mich da beschäftigen. Das ist wie Meditation auch. Das ist einfach für Leute, die Stress sind. Alle sagen immer, ich habe keine Zeit oder ich kann das nicht einfach tun. Das ist das Wichtige. Haben Sie auch schon Kontakt gehabt so mit den ausländischen Mitbürgern drüben? Ja, ausländische Mitbürger, die interessieren sich weniger für die Natur. Die haben andere Sorgen, die haben einfach Sorgen. Da ist jetzt so ein Kranz, den man aufhängt, einfach überflüssig. Bei den Rumänen sind die Frauen nach der Arbeit im Hotel eingetroffen. Sie haben inzwischen neue Nachbarn aus dem Irak. Wir sind alle Familie, wir gehören zusammen und wir kommen aus dem Irak und wir machen zurzeit, also jetzt hier grillen halt. 18 Uhr. Die Rauchzeichen unterschiedlichster Kulturen mischen sich auf der kleinen Weltreise im Hirschgarten. Während der Sonntagsstunden zeigt sich eine heitere Gelassenheit. So geht es jetzt noch bis in den lauen Sommerabend weiter. Bis der Hirschgarten allmählich wieder zur Ruhe kommt.